Die Polizeikommissare Can Yildiz und Olaf Kretschmer fahren Streife in Duisburg-Rheinhausen. Zeitgleich sucht in ihrer Nähe eine besorgte Mutter nach ihrem Sohn und dessen Freund. Ben? Justin? Was ist denn hier? Was ist denn hier los? Ob das ihr ist? Nein, das ist der Freund von meinem Sohn. Lassen Sie ihn los. Wie, no, mein Sohn ist auch hier. Ist hier noch einer oder was? Das kann doch nicht wahr sein. Ständig rennen die hier um. Seien Sie doch bitte nicht so laut. Bitte. Warum soll ich nicht so laut? Ich suche meinen Sohn ist hier irgendwo. Wissen Sie, wie es hier aussieht, was hier passieren kann? Ständig rennen die hier um. Das ist nicht das erste Mal. Vollkommen egal. Mein Sohn ist hier irgendwo. Hier müsste vielleicht was passieren. Wo ist der andere? Ich kann ihn nicht finden. Justin, sag mal. Wo der andere ist? Schreien Sie doch bitte nicht so! Was? Schreien Sie nicht so! Weißt du, wo Ben ist? Ihr habt hier gespielt. Bitte sag's doch. Sag doch einfach, wo er ist, bitte. Wo ist er? Irgendwo können wir. Komm! Okay. Oh nee, ne? Irgendwas. Ich bin hier auf meinem Gelände nicht, weil ich ruhig bin. Hallo? Hey, können wir ihm behilflich sein? Ja, Sie kommen genau richtig! Das Polizeiteam verschafft sich zunächst einen Überblick. Die Mutter ist in Sorge um ihren Sohn, der hier verschwunden ist. Der Besitzer des Bauhofs hingegen ist genervt von den Kindern. Wer sind Sie denn, junger Herr? Ich bin der Besitzer hier. Okay, und jetzt haben Sie die Möglichkeit, mal kurz was zu sagen. Weil hier, wie ich habe gerade gehört, ein vermisster Junge. Wenn Sie mitarbeiten würden, wäre es echt gut. Also ihn sehe ich hier nicht das erste Mal. Die lungern hier ständig auf dem Gelände rum. Ja. Gucken sich selber um, was hier los ist. Die können sich verletzen und sonst was. Das geht so nicht. Und es ist andauernd das Gleiche. Ja. Ja. Und Ihr Sohn ist hier. Ja, der ist definitiv hier. Woher wissen Sie das? Ich habe ihm eine Ordnungs-App runtergeladen auf dem Handy. Und der heißt Ben. Muss hier sein, genau. Ah. So, du, komm her. Hast du mit Ben hier gespielt? Justin sagt. Du musst ein bisschen. Justin, die Polizei Justin ist heißt hier. Jetzt musst du mal ein bisschen was sagen. Mein Sohn heißt Ben. Wir suchen den Ben. Hast du den gesehen hier? Weißt du nicht? Du musst doch wissen, ob du mit ihm hier gespielt hast. Justin heißt er. Justin? Mhm. Justin, bist du? Möchtest du mit uns ein bisschen reden oder hast du gerade keine Lust, mit uns zu quatschen? Ja? Wenn wir dann jetzt mal so ein bisschen uns hier umgucken, meinst du denn, wir finden deinen Freund hier? Ja. Haben Sie den zweiten denn auch hier gesehen? Nein, ich habe nur ihn gesehen. Gut, dann, weil er sagte, wenn wir hier rumgucken, könnten wir ihn eventuell finden. Ja. Können Sie uns dann bitte mithelfen, dass Sie dann auch mit uns mitkommen? Bitte, lass uns einmal rumgehen. Du kommst auch mal eben mit, komm her, ja? Die Mutter hat auch versucht, ihren Sohn anzurufen, doch sein Akku scheint leer zu sein. Akribisch suchen die Beamten den Wertstoffhof nach dem vermissten Jungen ab. Dabei macht Can Yildiz eine besorgniserregende Entdeckung. Hier negativ. Ne, alles negativ. Wo bist du denn, Ben? Scheiße, Olli. Olli, komm, Olli. Ben? Na, Scheiße. Ben? Ganz ruhig. Hier kümmern wir uns. Scheiße. Puh, Erdbeer. Schnell, Erdbeer. Wir brauchen Erdbeer. Ben? Ben? Hey! Ben? Kleiner! Hey! Egon, für den 1428, komm. Vitalfunktion? Egon hört. Ganz ruhig. Egon, wir brauchen ganz dringend RTW NR4, verunglücktes Kind auf dem Schrottplatz. Alles gut? Verstanden. Ben, kannst du mich hören? Ich weiß gar nicht, was passiert ist und ich hoffe einfach nur, dass nichts Größeres passiert ist. Es sah ja wirklich schlimm aus und ich durfte ja gar nicht zu ihm und ich hoffe einfach nur, dass die Sanitäter ihr Bestmögliches tun und ihm es bald wieder besser geht. Was ist denn hier passiert? Hast du das gesehen, wie es passiert ist? Sag doch mal, was passiert ist. Komm, schnell, zack, zack. Der verletzte 8-Jährige ist nicht vernehmungsfähig, schwebt aber nicht in Lebensgefahr. Während er von dem Rettungsteam erst versorgt wird, befragen die Polizisten nochmals seinen Freund. Sehr zögerlich bricht er sein Schweigen. Ach, guck mal, Justin, ich habe dich gerade auch noch nicht drauf angesprochen, aber deine Hände sind ja auch ganz schön blutig. Habt ihr hier wirklich mit dem Schrott rumgespielt oder was habt ihr hier gemacht? Sieht das hier immer so aus auf dem Platz, verstecken? Oder was? Schubkarre, das ist auch nicht normal. Also das mit der Schubkarre ist auch nicht normal, weil er sagte nämlich gerade, dass sie hier Verstecken gespielt haben. Justin, komm mal bitte ganz kurz mit mir mit, ja? Dann kannst du uns mal wirklich, wir sind nicht böse, du kannst uns wirklich alles erzählen, was hier passiert ist. Guck mal, Was ist nicht normal? Dass die Schubkarre hier so rumliegt, die hat er gar nicht verloren. Wer arbeitet denn hier normalerweise? Also Sie sagen, Sie sind jetzt hier gewesen, aber Sie haben normalerweise ist das hier Rüdiger so im Bereich. Ich weiß gar nicht, wo der sich schon wieder rumtreibt. Rüdiger? Das ist hier ein Mitarbeiter von Ihnen. Habt ihr hier irgendwie Arbeiter gespielt oder irgendwas? Hä? Die Ermittler erinnern sich, dass sie bei dem verletzten Kind Arbeitshandschuhe gesehen haben. Bei ihrer Suche danach stoßen sie auf ein weiteres Indiz. Hier ist auch eine Gummibärtüte. Justin, habt ihr euch irgendwie Gummibärchen oder so gekauft, als ihr hingekommen seid? Also von mir hat er keine bekommen. Also von ihm definitiv nicht. Bestimmt von dir, oder? Justin. Wo ist hier noch mal der Besitzer? Der Besitzer, einmal kurz noch mal fragen, weil du musst uns wirklich weiterhelfen. Wenn du mit dem Ben
gut befreundet bist, dann hilft uns jetzt wirklich jede Information, die du uns geben kannst. Ich weiß, es ist immer ein bisschen bedrohlich, wenn die Polizei da ist, aber du musst mit uns kommunizieren. Ja? Wenn dir was einfallen sollte, melde dich einfach, okay? Rüdigers Handschuhe? Das sind Rüdigers Handschuhe. Und wer ist Rüdiger? Können wir den einmal sprechen? Mitarbeiter von uns, der eigentlich hier sein sollte, aber der faule, wahrscheinlich sitzt der faule Sack wieder im Container. Gut, können Sie uns dann einmal kurz zeigen, wo der her ist? Kommt ihr mal mit? Und Sie kommen auch. Sie auch bitte, weil Sie können hier im Moment nicht helfen. Das Schweigen des Jungen fällt den Beamten auf. Offenbar weiß er viel mehr, als er zugibt und sagt aus Angst nichts aus. Sie vermuten, dass der Mitarbeiter des Bauhofs die Kinder mit irgendwas unter Druck setzt. Hallo, Sie sind der Rüdiger? Ja. Schönen guten Tag. Ui, ich rieche ein bisschen Alkohol, kann das sein? Ja, Mittagsbierchen, ne? Ja. Ja. Müssen Sie nicht eigentlich arbeiten? Aussage Ihres Chefs heißt nämlich, Sie sind hier am Arbeiten. Haben Sie nicht mitbekommen, dass hier fast ein Kind zerdrückt oder zerquetscht wurde? Ich habe meine Mittagspause gemacht. Haben Sie die Kinder gesehen? Hier auf dem Hof? Nö. Ist das Ihr Handschuh? Ach, warum sind Sie denn hier? Ich suche das genau da, wo das eine Kind verunglückt ist eben gerade. Können Sie sich das erklären? Nicht? Nicht wirklich? Bleiben Sie einmal kurz bitte, nehmen Sie einmal kurz den Handschuh. Ja, bleiben Sie einmal kurz hier sitzen, ne? Ich unterhalte mich mal kurz mit meinem Kollegen. Hast du das gesehen? Aha. Gummibärchen, Kohle. Der Gummibärchen und Kohle da liegen. Ja. Ich wette mit dir, dass er die irgendwie bezahlt, die Lüden, dass die hier arbeiten für ihn. Ja, also der, müssen das wir. Ist eine volle, können volle wir, Bazille, können der wir wirklich mit Justin? Der ist besoffen. Hey, hey, hey! Junger Mann, hallo! Und einmal kurz zur Seite, hallo! Hey, 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 hey! Bringt nichts wegrennen, glauben Sie mir. Da sind wir definitiv stärker, junger Mann. Hand auf den Rücken! Warum rennen Sie denn jetzt weg? Einmal kurz an die Wand durchsuchen. Haben Sie irgendwelche gefährlichen Gegenstände bei sich? Nein. Ne? Müssen wir eine Acht anlegen? Nein. Gut, dann locker lassen, ja? So, und jetzt sagen wir mal ganz kurz, was wir glauben. Dass Sie da drinnen schön in Ihrer kleinen Hütte durch die Gegend saufen und hier die Kinder dafür bezahlen, dass Sie hier arbeiten. Sind wir richtig? Liegen wir richtig? Ja, okay, ich geb's ja zu. Ja, dann hauen Sie mal raus. Was haben Sie gemacht? Ich werde hier unterbezahlt. Und ich habe einfach keine Lust auf hier arbeiten. Und der Heinz, der gibt mir nicht so viel Geld. Ist das dein Ernst, mein Freund? Dann habe ich mir gedacht, ich habe die rumschleichen sehen. Das und vielleicht kennen sie sich für Süßigkeiten ein bisschen was für da. Ja, was und so. Der Täter hat die Schüler so sehr eingeschüchtert, dass sie aus Angst nicht die Wahrheit sagen. Nachdem von dem Mann keine Gefahr mehr ausgeht, schildert der Freund des Opfers Details der Tat. Das hin. Habt ihr Geld von dem Herrn gekriegt und Süßigkeiten, dass ihr hier arbeitet? Ha? Komm her. Wo ist denn der? Los, komm her. Ja, er meinte, wenn mich jemand danach fragt, dann soll ich sagen, dass wir Fang gespielt haben. Und er hat er gesagt? Der Digge? Ja, und er meinte, wir kriegen Süßigkeiten, hat er uns schon ein bisschen gegeben und einen Zehner. Ein Zehner? Und wie lange musstet ihr dafür arbeiten? Den ganzen Tag. Mann, ey! Olli, unglaublich! Was war jetzt? Er erzählt gerade, dass er ihm da Kohle gegeben hat und Süßigkeiten und die arbeiten für einen Zehner. Die waren doch total scharf auf die Süßigkeiten. Also hier liegt ganz klar ein Verstoß gegen Jugendarbeitsschutzgesetz vor. Und außerdem hat er hier die Kinder arbeiten lassen und er macht sich aufgrund der Verletzung des Jugendlichen garantiert auch wegen einer fahrlässigen Körperverletzung strafbar. Was man hier jetzt aus privater Sicht nochmal sagen kann, absolut gar kein Verständnis, was hier wirklich passiert ist. Wir haben hier wirklich einen ausgewachsenen Menschen, der hier auf seiner Arbeitsstelle noch Alkohol konsumiert hat, seiner Sorgfaltspflicht nicht nachgekommen ist und dann wirklich noch kleine Kinder hier spielen lassen hat. Und glücklicherweise ist dieser Junge hier wirklich nicht ums Leben gekommen. Na, zum Wagen. Brauchst du noch kurz, weil ich würde gerne einmal mit der Mama... Guckst du mal, ich bringe ihn zum Wagen. Alles noch gut. Einmal, weil um sie konnten wir uns noch gar nicht kümmern. Justin, komm auch mal mit, das ist ja auch dein Freund. Und zwar, tut uns erstmal leid, wir konnten uns gerade gar nicht um Sie kümmern, aber Sie müssen ja einmal kurz verstehen, wir wollen jetzt erstmal selbst herausfinden, was passiert ist. Ja, und deswegen haben Sie gleich wahrscheinlich die Möglichkeit, einmal mit der RTW-Besatzung mitzufahren. Ja, und dann wünsche ich Ihnen natürlich alles Gute und toi, toi, toi. Und Justin, komm mal kurz nochmal bitte. Ja. Das ist die Mama. Ist es okay für euch oder soll sie jetzt erstmal? Kann sie mit? Sie kann mit. Sehr gut, okay. Cool. Justin, schau mal kurz nochmal größer, ja? Und zwar nur mal ein kleiner Tipp. Also wenn sowas ist, ja, und jemand dich anspricht und sagt, ihr müsst hier arbeiten oder so, ruf einfach deine Eltern an oder hier wie in dem Fall die Mama von dem Ben. Und dann könnten wir nämlich mit der Polizei alles klären, weil du hast ja gesehen, das wäre fast ins Auge gegangen, ne? Der Täter wird wegen Nötigung und fahrlässiger Körperverletzung angezeigt. Das Opfer trägt keine Folgeschäden davon. Seine Mutter informiert die Eltern seines Freundes.